Hallöchen, meine süßen kleinen Fleschgießen. Und heute spielen wir mal wieder Kirby's Adventure. Juhu! Ja, das war mal wieder ein super Start. Das Ding ist aber, dass ich nicht so gut bin mit einem Start an der Folge. Zumindest nicht in Kirby. Denn das Ding ist, ich habe jetzt versucht, 5 Mal oder so, ungelogen, jetzt Kirby aufzunehmen. Und ich bin mehrmals auch schon bis zum Ende der Welt gekommen, aber ich hab's immer wieder verkackt. Die Folge hat mir nicht gefallen, es war langweilig und blöd. Und egal, was jetzt passiert, das werde ich auf jeden Fall hochladen. Yeah! Das habe ich mir so vorgenommen und deshalb würde ich jetzt sagen, nehme ich mir etwas mehr Zeit, damit ich den Anfang machen kann. Und wow, ich habe gerade meine Kopfhörer fallen lassen. Ganz kurz. So. Wow, sehr, sehr professional, ich weiß, aber ist mir jetzt auch egal. Weiß nicht, ich weiß, dass die letzte Folge etwas her ist, aber ich habe ja gerade den Grund genannt, dass ich einfach kacke bin. Aber ich hoffe, das wird nicht mehr passieren und tut mir leid, dass ich so lange nicht mehr vorkam. Und ich habe geguckt, hier gibt es kein Secret Exit, nur so. Erst ab der dritten Welt kommen die ganzen Secret Exit und die werden sich dann häufen und häufen und häufen. Freue mich drauf. Welt 2-2. Oh Gott. Weißt du, da kann man die alle sofort so killen, genau. Yeah. Achso, stimmt, genau. Ich weiß jetzt, wie man hier noch durch muss. Das habe ich am Anfang nicht gecheckt. Und zwar, wenn man unten drückt, mit Kirby, oder ein A oder B oder was auch immer, dann kann er so einen Dash machen. Das ist ganz cool. Und hier gibt es den Igel, genau. Hier, ja, das zweite Level hätte ich schon gedacht, aber ist mir jetzt egal, dass ich es nochmal mache. Na, tut mir leid, wird hoffentlich nicht mehr vorkommen. Dort sieht auch ganz schön aus. Wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommt es noch schöner, denn wir kommen zu einer Wüste. Wüste! Yeah! So. Ich nehme mal irgendeine Fähigkeit, die jetzt nicht das war, was ich gerade hatte. So, ich würde jetzt extra nicht mit dem Schwert nehmen, weil jetzt kommt nämlich ein Zwischenboss. Boss. Und den würde ich gerne ohne Schwert machen, weil das Schwert ist mega OP. Gut, die anderen Attacken sind jetzt auch nicht unbedingt nicht OP, aber wenn ich Schwert kann, halt schneller angreifen und das ist dann am Ende im Endeffekt besser. So, und hier können wir jetzt zum Rad werden. Eine neue Fähigkeit, nämlich das Rad. Und dann werden wir dann drehe ich aber am Rad hier. Ui! Und den Joke habe ich bestimmt noch nicht gebracht oder so vorher. Nein, natürlich nicht. Der ist auf jeden Fall gerade angefallen. Den habe ich nicht vorher in einer anderen Folge gesagt. Oh, das zählt noch. Ich habe noch mein Leben dazu bekommen. Juhu! Und das ist das Ende. Das ist ein sehr kurzes Level. Habe bestimmt schon gemerkt. Yo! Ich hab's das erste Mal geschafft, auf die 1 zu kommen. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe sogar ein One-Up für. Das ist auch sehr nett von euch. Das ist gerade ein Minispiel. Sei der Kran. Sei der Kran. Let's go. Platz, lasst uns den kriegst du. Beim Kran muss man einfach nur ungefähr so nah in der Mitte sein wie möglich und dann hat man die besten Chancen. Manchmal hat man Pech anscheinend. Ja, das war doch voll gut. Und das jetzt auch wieder. Das sollte eigentlich passen. Aber wenn du so eine Pose machst, dann fällt er gleich runter. Oh, ja gut, außer das schüttelt nicht. Dann okay. 2 One-Ups sind mir immer noch mehr wert als nur einer. Von daher bin ich zufrieden. Wir haben 10 One-Ups. Nicht schlecht. Yeah. Level 3. Und ja, ich hätte es richtig gesehen. Ich dachte ja eigentlich, ich habe ja eigentlich vermutet, dass ich hier ein Secret Exit freischalten kann. Aber nee, das ist wirklich das dritte Level. Von daher machen wir hier mal blöd schon mal wieder. So, gib mir den Regenschirm. Oh, stimmt. Ihr müsst mal immer auf diese Porträts unten achten, neben meine Lebensanzeige, weil die sind so cool. Hab ich schon noch gar nicht gesagt, aber ja, die sind wirklich cool. Yeah. Okay, was gibt's denn hier in diesem Level für uns, außer diesen Heini? Einen Gang, zu dem wir hinkommen, ja! Okay, was gibt's hier? Oh mein Gott, das UFO! Yo! Da werden wir nämlich zum UFO. Ich wusste nicht, dass es das hier gibt. Das UFO ist mega selten, von daher freue ich mich gerade. Wenn man ganz normal drückt, geht man so los.
Wenn man etwas länger drückt, hat man einen Strahl. Wenn man ganz auflädt, dann hat man einen Stern. Und der ist natürlich am stärksten. Also nicht am stärksten, aber hat die größte Range. So, bam. Das hier hat etwas mehr und das hier ist halt nur vorne. Oh yeah, ich freue mich. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein UFO gibt. Ich habe es nämlich vorher nicht geschafft, hier hinzukommen, weil ich hier alle, außerdem alle Blöcke zerstört habe. Als ich das vorher aufgenommen habe und hier zu diesem Level gekommen bin. Aber ja, das freut mich. Wow. Aber das UFO ist etwas OP. Wie man sieht, man kann ihn unter Wasser. Und was ich noch sagen wollte, man kann mit bestimmten Fähigkeiten einfach so unter Wasser kämpfen. Das ist nicht nur das UFO. Oh Gott, ich tue mich so schwer anscheinend in diesem Display mit dem Unterwasser-Level. Das ist natürlich blöd und das tut mir natürlich leid. Ich weiß nicht, was ich jetzt gegen ihn angehen soll. Deshalb ist es jetzt. Ja. Doof und so. So, wie komme ich jetzt hier eigentlich hoch oben? Ja, wurde es eh nur für ein One-Up. Hätte ich jetzt gern gehabt, aber. Ja. Warte, ich gehe keinen Steinfähigkeit von dem raus? Boah, die haben in den späteren Teilen so viel geändert. Wir können auch einfach so aufblasen, dann hier diese Luft auslassen, dann zählt das auch schon wie ein Stern, nur nicht gegen Gegner. Also nur nicht gegen Bossgegner, meine ich. Bossgegner brauchen dann wirklich so einen Stern. So, bam. Oh, stimmt. Es gibt auch die Meta Knight Bosskämpfe. Da schickt er dann seine Minions. Die sammeln wir dann auf und schmeißen gegen den anderen. Oder begeht sich halt anderseitig, aber ich nehme die immer und schmeiße dann gegen sich selbst. Das hat zumindest bei mir immer gut geklappt. Und deshalb mache ich das auch immer. Oh Gott. Ja, aber ausweichen, bei den Ausweichen bin ich ja nicht so gut. Hat man vielleicht schon gemerkt. Oh Gott. Oh Gott. Nee! Könnte ich es eigentlich auch selbst umbringen? Das weiß ich gar nicht. Das wäre lustig irgendwie. So, und das war's dann auch schon. Yeah! Und was kommt jetzt? Oh. Jetzt? Hier? Nur plus eins, ne? Weil ich ja das andere schon verloren habe. Ne? Also, immerhin ein klein wenig was gebracht. So, schaffe ich es nochmal gegen die Zahlen zu kommen? Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Ja, Mann! Boah, ich bin voll gut. Ich glaube, ich hab's jetzt wieder drauf. Das freut mich natürlich. Super duper sehr, ja. Kirby setzt Doppelteam ein. Und wird zu drei. Yeah. So, weiter. Das hier bin ich aber nicht gekommen, soweit ich weiß, oder? Das ist geil. Hab ich das vierte Level noch einmal gemacht? Ja, ich glaube schon. Naja, egal. Hier haben wir nur Seum. Jetzt gucken wir uns mal an, weil ich habe keine Fähigkeit. Ui. Oh, Laser haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Das zeige ich euch mal. Denn damit können wir so einen Strahl machen, was man vorhin beim UFO gesehen hat. Der Strahl kommt von dieser Fähigkeit. Ist blöd, dass ich euch jetzt schon das UFO gezeigt habe, aber das wusste ich nicht. Tut mir leid. Das UFO ist jetzt ein großer Spoiler von den anderen Fähigkeiten. Aber ich glaube, sucht euch eh nicht. Von daher laber ich mal lieber nicht. Und Level 4. UFO, nice. Sieht echt voll cool aus hier. Ah, ich bin nicht so gut mit der Fähigkeit. Deshalb entschuldigt meinen Skill. Ui, Affen. Zumindest sehe ich die so als Affen. Die sehen mir persönlich aus wie so Affen mit einem Skull, mit Team Skull. Oh, verdammt. Oh, Mona. Oh, die können Sterne schmeißen, so mini kleine Sterne, das wusste ich gar nicht. Interessant. Das war alles nur für ein One-Up. Naja, ein Leben verloren, ein One-Up bekommen. Ist eigentlich schon ein guter Deal, so. Nicht, oder nicht? Was meint ihr? Aber ist ja nicht so schlimm, denn die kriegen wir ja wieder eine Maki-Tomate. Yeah. Ach komm, das ist doch lame. Gib mir den Sparky. Dum, 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 dum. Oh yeah. Was gibt's jetzt? Haben schon 12 One-Ups? Das ist krass. Hier haben wir den Part. Toll. Was viele nicht wissen, ist das der Regenschirm oder der Sonnenschirm, was auch immer das ist. Das ist eigentlich sehr stark. Ist auch eine der stärkeren. Eigentlich ist alles sehr stark, aber ich meine, das ist besonders stark oder so. Keine Ahnung. Ich finde es einfach stark. Und die haben hier die Steinfähigkeit. Yo! Eigentlich dachte ich, dass dieser Klotz, dieser mit dem Gesicht, mir die gibt, aber hat er nicht. Sondern das macht die Steinfähigkeit mit dem. Ach komm, hätte ich ausweichen können, weißt du? Mit dem
mit der Steinfähigkeit können wir uns zu Stein verwandeln. Die Down-B von Smash. Und hier haben wir einen Mike. Hier sind wir Mike. Und da können wir B drücken. Da können wir dreimal eine Bombenattacke, so eine Crash-Attacke können wir dreimal einsetzen. Sehr, sehr nice. Ich will mal gucken, dass ich die nur gegen viele Gegner einsetze. Hier zum Beispiel. Später in den Teilen sagt auch andere Sachen im Mikrofon. Ah, schon cool. Und schon Mike, ich hatte meine Fähigkeit, Leute. Oh, ich wollte eigentlich selber schießen, oder? Schießt man von alleine? Okay, danke schön. Yeah, mein 13. One-Up. Also, von denen ich insgesamt habe. Ich habe insgesamt schon mehr One-Ups, glaube ich. Ich bin ja schon mal gestorben. Einmal bin ich, glaube ich, nur gestorben, ne? Nur einmal, ne? Ne? Das Geile ist aber in diesem Display, ich muss nicht sammeln, ich muss das Spiel nur durchspielen. Ich brauche gar nichts sammeln, keine Star-Coins, nichts. Und ich kann einfach chillen. Ich zeige euch einfach nur die ganzen Exits, falls es welche gibt. Welche A? Ich wollte eigentlich sagen, welche... Also andere Secret Exits gibt. Oh Gott. Ich rede einfach lieber nicht. Oh, das war knapp. Du lässt mich mal ein bisschen in Ruhe. Ich bin verbunden gerade mit dem Laser, finde ich. Eigentlich bin ich nicht so gut mit dem Laser. Oh komm, lass noch mal. Ich muss noch mal angeben. Das ist jetzt weiß, wie ich bis zu 1 komme. Yes! Ich hab's wieder drauf, Baby. Das freut mich super. Dolly, dolly, dolly. Yeah. One-Up. 14 One-Ups. Glaubt ihr, wir kriegen 99 oder 100 One-Ups? Ich weiß gar nicht, was das Maximum eigentlich ist. Das wäre interessant. Ich glaube 99, aber ich würde nicht mein Hintern drauf verwetten. Würde ich jetzt nicht mal annehmen. Oh, eine Arena. Ui. Vielleicht schaffen wir die heute noch. Ja, die werden wir auf jeden Fall heute noch machen. Level 5. Oh, wieder so ein Level. Ich weiß nicht, was ich für diesen Level halten soll. Oh, Leute, hier oben ist ein Greenscreen. So, von den Regenschirmen, wenn da so eine Kanone oder irgendein Gegner mit dem Regenschirm kommt, da muss man immer aufpassen. Weil die Regenschirme, die leben dann noch immer noch. Und die verfolgen mich dann so. Wie man sieht. Aber ich konnte es doch gerade noch so ausweichen. Das ist natürlich sehr, sehr super. Wow. Wow. Ja, war ja klar. Das war ja dann klar. Aber hier gibt es immer Heilung, jede Fläche. Da lohnt es sich einfach nicht immer einfach durch Türen zu gehen. Weil hinter Türen gibt es manchmal einfach coole Sachen. Und das war eine coole Sache. Aber dann gibt es den normalen Gegner auch. Ich glaube, mit dem Bosskampf von dem Typen. Ich zeige die Bosskämpfe bei mir nicht, weil ich bin anscheinend zu krass. Ich weiß, ich dachte, wollte eigentlich zeigen, die ganzen Bosskämpfe. Oh Gott, bin ich schlecht. Aber anscheinend bin ich zu gut und kill die zu schnell. Tut mir leid, falls das ein Problem sein sollte. Ich dachte anscheinend nicht rein. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Eingang. Das sah mir so nicht aus. So, aber hier drehe ich nochmal am Rad. Oh, warte. Stopp. Die will ich nochmal zeigen. Das ist nämlich der Schlafi. Oh Gott, nein, ich werde angegriffen. Oh Gott, ich will noch den Schlafi zeigen. Schlafi, komm her. Ja, wenn wir den da sind, dann Schiff, komm her. Und er wacht irgendwann auf. Und das ist aber die Fähigkeit. Also niemals den Schlafi aufsaugen. Da heißt die Schlafi, ich nenne ihn aber so. Wunderbar, ja. Mir auch egal. So, hier gibt es einen Bonus, glaube ich. Ja, Leben freut mich natürlich immer sehr. Bei meinem Skill. Oh Mann. Aber ich spiele auch mit Tastatur. Ja gut, das entschuldigt es aber nicht unbedingt. Oh ja! Der Vogel gibt uns den High Jump. Wow. Ja, man kann von unten die ganzen Gegner angreifen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel so machen. Bam. Oder so. Oh, bei dem will ich lieber haben, den Cutter. Das Cutter besser. Ja. Yeah. Ich schnitze euch alle ab. Ich meine, das ist kinderfreundlicher Kanal hier. Ich schnitze niemanden ab. Das sind kinderfreundliche Spiele, da habe ich, da muss ich kinderfreundlicher Kanal sein. Ja. Und so. Ah, jetzt brauchen wir sogar die Fähigkeit. Und ich weiß noch, dass es links irgendwas gab. Ja, genau. Sowas merkt man sich einfach. Nein, ich hab das in der schon gemacht. Okay, ich war nicht so viel. Ja, das war gerade weird. Was ich gerade, meine Lache war gerade wirklich weird. Warte, hier ist ein Mond. Komm hier rein. Schade. Aber was ich noch erinnern könnte, dann bei Kirby's Dream Land konnte man so einen Mond reingehen, dann war man in so einer Bonus-Stage. Oh nein, ich wollte das haben.
Wow, wow, nein! So, gib mir das Ding der. Das da. Hab's auch schon volle Leber, ich will trotzdem haben. Okay, lass mich. Boah. Ach stimmt. Wenn man zwei auf einmal aufsaugt, dann kann man die rausschießen. Dann kriegt man so einen Ultrastern, der macht dann drei Schaden statt nur einen. Nächstes Ziel. Das war zu spät. Naja, ich hab's euch ja schon oft genug gezeigt hier. Bam, bam. Bam, 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 bam. Als ich die letzten Aufnahmen gemacht habe, oder letzten Aufnahmeversuch gemacht habe, da hatte ich auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit versucht habe, diese gleichen Level immer wieder von vorne zu machen, weil ich immer so schlecht bin. So, ich kann es euch gleich mal ganz kurz zeigen. Warpstar-Station. Dieser Stern, dieser Warpstern, der bringt dich auf eine andere Welt zu. Ja, hier, wenn ich jetzt drauf gehe, dann komme ich zur ersten Welt zurück, aber das wollen wir ja nicht. Sondern wir wollen ja jetzt die Herausforderung machen, den Wettkampf. Arena. Zwei Kämpfer gehen rein und werden niemals rauskommen. Nur wenn der andere gewinnt, dann kommt der andere auch wieder raus. Du kannst eine Tomate und eine Fähigkeit gewinnen. Wow, meine what the fuck? Ups, sorry guys, meine Maus ist gerade irgendwie rausgeglitscht, weil ich nicht mehr außerdem fast runtergefallen und habe ich mich voll erschreckt und jetzt vielleicht gleich erstmal raus. Auf jeden Fall, wie die Arena funktioniert. Wir kämpfen gegen irgendeinen random Gegner. Also nicht im random Gegner, das ist immer gleich. Bei den Arenen. Jetzt gegen den grünen Mr. Freezer Typi. Boah, der war ja mega easy. Lol. Und dann kriegen wir seine Fähigkeit und den Maxi-Tomate. Also wer die Fähigkeit ohne Maxi-Tomate braucht und gut ist in Kämpfen, der sollte das hier machen. Jetzt haben wir nämlich Freeze und jetzt machen wir den Bosskampf der zweiten Welt. Let's go! Oh, du bist es. Als ich ihn zuerst sah, wusste ich gar nicht, wer das ist und ich wusste immer noch nicht, wer das ist. Aber was der Typ macht, der malt Sachen und dann schmeißt er die auch gegen mich. Oh Gott. Ist aber nicht ganz so einfach, den Typen zu treffen. Oh Gott, bin ich schlecht. Normalerweise muss man dann seine Zeichnungen dann aufsammeln. Was ist denn jetzt los mit mir? Ich war noch nie so schlecht wegen denen. Ihr seht, ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht. Wisst ihr was? Ich lasse es mit der Fähigkeit. Ich lasse es. Ich schaffe nur noch so an. Oder wisst ihr was? Ich bring mich um. Komm, bring mich um. Ich hab's eh schon verkackt. Kacke. Nicht so gut. Ich werde wieder rausgeschmissen, weil ich bin nochmal vorne. Was zeichnest du? Die Nase. Die Nase, die macht so Donnerdinger. Bam. Der Boss ist nervig und ich mag ihn nicht. Und er kam auch nie mehr vor, kann das sein? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil er zuletzt vorkam in dem Kirby Game. Vielleicht kam er irgendwann noch wieder vor. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich werde ja irgendwann jedes einzelne Haupt-Kirby-Game auf meinem Kanal bringen, deshalb. Yeah, werdet ihr das auch auf jeden Fall noch sehen. Och, Junge, ich dachte, du kommst auf die andere Seite. Bam. Was ist jetzt? Der kommt von unten, okay. Ich komme dann immer in die gleiche Richtung. Oben rechts! Nein, okay, doch nicht. Ich dachte, er kommt immer von den gleichen Orten. Aber nein, tut er nicht. Oh, ein Kirby! Oh, ein süßes kleines Kirby! Mini Kirby! Das wäre ja auch cool. Ja, tut mir leid, mein Skill, aber dieser Kampf ist wirklich scheiße. Den mag ich nicht. Aber wir haben ihn noch durch! Etwas schwerer! Ich hab 3 Damage genommen. Und ein Death auch noch, aber den reden wir erstmal. Jetzt geht's auf zu Welt 3. Yeah! Und es wäre. Butter Building! Oh, pass auf, Kirby! Pass auf! Bruder, pass auf! Hier ist ein Schloss. Da will ich aber gern mal reinschnuppern. Vielleicht gibt's da
eine süße, hübsche Prinzessin, die ich küssen kann. Oh yeah! Okay, das hat sich am Ende noch wenig komisch angehört. Aber so wollte ich das eigentlich nicht sagen. Tut mir leid. Wir haben den Boss mal wieder und ich bin einfach scheiße in den Kämpfen. Warum auch immer. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe so einen krassen Delay, wenn ich angreife. Oh Gott. Mann, warum bin ich so blöd und doof in den Kämpfen? Das macht mich so traurig, weil ich... Lass mich mal treffen. Ah! Ja! Disco! Yeah. Oh, hier gibt's einen Secret Exit. Ich weiß, ob ich ihn erreiche. Hier runterspringen. Einfach so ganz random kann man hier runter. Und dann gibt's einfach eine Tür. Bam. Können wir nach oben, hier gibt's nichts, ne? Und dann kommt man zum Schalter. Diese Schalter, die bringen einem immer ein Secret Exit. Und... Yeah, den Wettkampf haben wir direkt am Anfang schon freigeschaltet. Das ist doch toll. Yeah. Und Laser nehme ich gerne auch mal mit. Denn warum sollte ich den da lassen? Das macht ja keinen Sinn. Komm, war das eins? War das eins? Na, verdammt. Ich hab etwas nachgelassen mit dem Skill. Oh, verdammt, die Folge ist ja schon zu Ende. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, schönen Tag noch und wir sehen uns dann.